Moinsen Leute und willkommen zurück zum Raub mir die Nerven Simulator. Ja, ich habe per Private Message auf YouTube ein paar Tipps bekommen, wie ich die Brücke hier noch besser bauen könnte. Und auf jeden Fall, was ich aus mehreren Nachrichten rauslesen konnte, war immer hier diese Dreiecke zu bauen. Und das werde ich jetzt einfach auch mal machen. Ich hatte das ja auch schon versucht, aber man soll die nicht nur unten bauen, nicht nur oben bauen, sondern auch unten. So rum. Das mache ich dann ja auch direkt, mein Freund. So, aber das war irgendwie anders gemacht. Man soll dabei dann auch also diese Seile an den Seiten befestigen, halt wo die Steine sind hier jetzt so. Da soll man die Seile dran machen, dass die hier das hier dann tragen. Warte, ich zeig's. Dürfte dann funktionieren. Ey. So, dass sie das Ganze dann tragen. So, und dass sie dann noch wieder richtig machen. Ob das jetzt funzt, kann ich jetzt nicht genau sagen. So. Abspielmodus. Nein! Okay, das war scheiße. Dann hier Seile benutzen. Vielleicht ist das besser. Ah, fickt euch! Nochmal. Dann nehmen wir hier einfach auch die Seile. Vielleicht bringt das ja was. Oder irgendwas durch Stahl ersetzen. Weil das sieht hier nicht immer so sehr stabil aus und ich glaube, der Stahl, das verbiegt sich nicht ganz so schnell. Okay, doch. Wie machen wir jetzt weiter? Ich glaube, ich parkiere nochmal die anderen hin. Erstmal so. Ich finde, das hilft eigentlich. Alter. Vertreib nicht. Das hilft bestimmt auch noch, wenn ich das dann hiermit so festmache. So. Und jetzt oben drüber wieder die Dinge. Leck mich im Arsch. Dann mache ich da jetzt auch noch Stahl hin. Dann dürfen die Träger auch ein bisschen stärker sein. Wo belastet das denn immer die ganze Zeit? Die Träger haben nicht so genug Power, weißt? Ja, was mache ich da jetzt? Ich mach's nochmal. So. Brücke bauen. Geht natürlich nicht. So, dann machen wir hier unten die Dreiecke. Machen wir diesmal andersrum dann. Loslassen. So. Einfach mal starten. Gut. Das sieht schon mal scheiße aus. Die hier einfach mal verbinden hiermit. Damit die nicht so auseinander gehen. Okay, das sah schon ein bisschen besser aus, aber ich glaube, die machen das Ganze hier noch schwerer. Vielleicht kann ich das mit Seilen verbinden. Vielleicht noch ein bisschen besser. Hey, das hält doch schon viel besser. Gut, dann machen wir jetzt die Dinger hier drüber. Wenn das doch jetzt bitte hoffentlich hält. So. Oder
Wir lassen die hier auch aus und machen das wie unten. Also so. Lass doch los, Sau. Ich glaube. Nein, scheiße. Gut, dann vergessen wir das mal, was wir hier oben fabriziert haben. Machen das mal hier gekonnt weg. Weg, weg, weg. Ja, ich lasse jetzt einfach mal ein Auto drüber fahren. Ist mir scheißegal, ob ich da jetzt den LKW-Bonus nicht kriege. Wir müssen mal ja auch wieder hier vorankommen. Also wie gesagt, Tipps, ihr könnt mir immer direkt runterhauen, wenn ihr irgendwelche habt. Kommt, ey, kommt bitte heil drüben an. Beeilt euch, beeilt euch, beeilt euch. Oh. Jawohl. Geile Mart. Gut, halt nicht perfekt aufgebaut, aber wenigstens sind wir jetzt bei Brücke Nummer 6. Wenigstens nicht mehr so viel Abstand hier zwischen den beiden Enden. So. Ja, zur Verfügung haben wir jetzt nur die Seile und halt das Holz. Ich nehme einfach mal wieder die Dreiecke. Und einfach mal starten. Recht stabil. Dann lasse ich da jetzt mal die Autos drüber fahren. Muss ja jetzt wenig mit den Seilen machen. Ich könnte das natürlich gleich auch noch verbessern, damit ich hier den LKW-Bonus kriege, aber der ist eigentlich nicht immer wirklich nötig. Jawohl, auch geschafft. Und jetzt sind wir bei The Rich Central Mainland, haben wir jetzt abgeschlossen. Jetzt sind wir bei The Rich. Bauen. Ja, supi. So eine riesige Schlucht und wir haben nur Holz. Ja, standardmäßig erstmal die Dinger hier aufbauen. Oh, ich glaube, ich muss aufstoßen. Ups. Gerade ein bisschen zu viel Mezzo getrunken. Ganz hart. Dann mache ich auch wieder in die Dreiecke hin. So. Oi. Ne, die gehen... Die knicken ein. Die solche, wie so Beine. So, ja, die Dinger sind jetzt stabil. Außer der Rest. Vielleicht hier noch so ein bisschen weiter, dass es in der Mitte nicht so durchhängt wie so ein Fettbauch. Uiuiui. Ja, wenn ich das hier verbinden könnte, wäre schon recht geil. Nein! Ah, die Dinger rutschen runter. Scheiße. Vielleicht in einem anderen Winkel verbinden. Dass so ein bisschen weiter geht. Vielleicht hält das ja trotzdem noch, wenn ich das dann hier so gleichzeitig mit festhalte. Uiuiui. Nee, das... Oh, nein. Scheiße. Kniffelig, kniffelig. Jetzt versuche ich das mal. Ja, das wollte ich jetzt gar nicht, aber vielleicht geht's ja trotzdem. Uff. Können wir das hier noch irgendwie stabilisieren? Das gleiche mache ich jetzt einfach mal auf der Seite hier. Mir jetzt gerade wurscht. Ja, wie habe ich das denn jetzt gemacht? So, und alles mit allem verbinden, hier diese Dreiecke bilden. Das ist immer das Entscheidende, glaube ich. Dreieck. Dreieck. Hier haben wir überall die Dreiecke. Hey! Ja, sitzt so alles super, bis auf der Scheiß hier.
habe ich das hier gemacht? Aber ich bin einfach zu blöd dafür. Das muss man einfach einsehen. Dann bringe ich das mal hier auf dieselbe Höhe. Dreieck, Dreieck, Dreieck. Jawohl, sauber. So, dann lassen wir mal einen LKW drüber fahren. Ob die Brücke die LKWs hält, ich weiß nicht. Also, nein! Nein! Das gibt's nicht. Oh mein Gott, die sterben qualvoll. Ach du Scheiße. Riesiges Unglück. Machen wir das, ja, dann können wir einfach ein Schild hinsetzen, dass da keine LKWs drüber fahren dürfen. Fettig. Vielleicht sollten wir das hier einfach nochmal... Na, ist zu kurz. Dann lasse ich da die Autos drüber düsen. Und jetzt fahren einfach schneller. Ja, dann ist, glaube ich, die Chance nicht so hoch, dass das ganze Teil zusammenbricht. Guck mal, unten diese Ständerdinger da, ey, die sind... Die kriegen gerade ziemlich krass was ab. Komm, beeilt euch. Oh, fahrt schneller. Oh, fuck. Oh. Nein, komm. Kommt ihr nur drüber? Hey. Oh mein Gott. Ey, die Brücke ist doch kaputt gegangen. Jetzt habe ich das noch geschafft. Ach, oh Junge, Alter, wenn die Architekten und keine Ahnung für Leute, die hier überall die Brücken bauen, ja, wenn die auch so arbeiten und sich dann denken, ja, ne, die Autos sind drüber, Brücke ist zwar eingestürzt, aber ist doch scheißegal. Oh Junge, dann hätte ich echt Angst, ey, aber wie gut, dass ich noch kein Auto fahre. Ach du Scheiße, ey, wie man heutzutage durch den TÜV kommt. Uiuiui. Machen wir hier wieder weiter mit den Standarddreiecken. Bei Brücke Nummer 2 im dritten Kapitel. Oh, mach doch. Uiuiui. Nee, es knickt ein. Dann hier unten einfach die Dreiecke. Ah, ich glaube, das passt mit von den Moneten her nicht, ey. Scheiße. Ah, verdammt. Ah, das passt nicht mit der Kohle. Scheiße, scheiße, scheiße. Wie machen wir das? Ach komm, da sollen die Autos drüber fahren. Mal gucken, ob das irgendwie trotzdem hält. Wir müssen nur schnell fahren. Komm, schnell, schnell. Schneller. Schneller, komm. Komm, das hält's aus, Brücke. Oh, jawoll. Oh, gut gemacht. Ui, sauber. Oh, das ging auch gerade nochmal gut. Das haben wir jetzt auch geschafft. Und wie wir dann mit Brücke 3 im dritten Kapitel weitermachen, das seht ihr natürlich in der nächsten Folge. Vergesst bitte nicht, vielleicht mal einen Kommentar zu hinterlassen, um mir einfach mal Feedback zu geben oder halt auch Tipps für das Game, weil ich finde es an manchen Stellen echt ziemlich kompliziert. Dankeschön.